Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Spaceflight Simulator. Ihr seht, ich habe hier wieder eine Rakete gebaut. Das hier ist die Atlantis 2, einfach ein bisschen ineffizienter gebaut, dafür mehr Treibstoff und dadurch auch mehr Höhe. Jetzt werden wir unseren ersten Menschen ins All bringen, mit dieser winzig kleinen Rakete. Ja, ich habe hier auch den Rettungsturm gebaut, den habe ich euch ja im letzten Video schon gezeigt. Schaut es euch an, wenn ihr wissen wollt, wie man das da baut. Aber ich würde sagen, fliegen wir einfach mal los. So, alle Düsen sind an. Und los geht's. Bisschen ranzoomen, damit man es besser sehen kann. Und langsam anfangen zu drehen. Die obere Atmosphäre haben wir jetzt auch erreicht. Jetzt muss ich viel aggressiver drehen, weil wir jetzt schon mit unserer Apoapsis aus dem aus der Atmosphäre rausgucken. Das war's. So, zünden wir mal. 1, 2. Und da fliegt's. Ist nur noch ein winzig kleiner Punkt. Hier haben wir scheinbar noch eine Rakete vom letzten Mal, die unseren Satelliten in den Erdorbit gebracht hat. Und zünden wir mal wieder. Den Rettungsturm könnte ich natürlich auch landen, wenn ich da eine Kapsel reinmachen würde, aber lohnt sich für mich nicht so. Ich meine, der besteht aus, keine Ahnung, 5 Teilen, glaube ich. Ah, haben direkt wieder das Kommando hier rüber. Dann drehen wir schon mal um, obwohl das jetzt eigentlich gerade unnötig war. Ich will nämlich erstmal die Rakete hier auf einen höheren Orbit bringen. So, 100 sollte reichen.
Ja, da sind wir jetzt auch schon 101,4 Kilometer von der Erde weg. Die Erde hat, ich glaube, ein paar Flecken dazu bekommen. Davor war es einfach nur grün. Aber naja, egal. So, wechseln wir hierzu. Wir warten noch mal ein bisschen bis hier. Und zünden wir mal die mittlere Düse. So, RCS-Düsen erstmal ausschalten, bisschen Treibstoff sparen. Ich habe sogar ein bisschen weniger als geplant. Ich hoffe, wir schaffen es trotzdem. Ich denke mal schon. Drehen wir mal ein bisschen. Und dann natürlich auch wieder ausgleichen. Kurzen Eintrittsschub. Damit wir unsere Geschwindigkeit ein bisschen verringern können. So, stellen wir das mal jetzt auf 25. Ja. Beine mache ich schon mal raus. Wird wahrscheinlich eine harte Landung. So lange wie möglich einfach ohne Treibstoff zu verbrauchen, durch die Gegend segeln. Okay, wir waren zu langsam. Oh hey, wir sind noch ganz. Ja. Jetzt nicht mehr. Okay. Also das war jetzt ein Fail. Gehen wir wieder zurück. Wir haben noch massig Treibstoff. Also wir schaffen es auf jeden Fall zurück. Die RCS-Düsen sind ein bisschen überempfindlich, wie ihr seht. Und die Musik ist wieder da. Lange, lange Zeit her. Fast 2 Jahre gab es keine Musik in SFS. Wir sind auf der Oberfläche der Erde aufgetroffen und trotzdem sicher zur Erde zurückgekehrt. Okay. Ich wusste nicht, dass man beides machen kann.
So, dann sinken wir jetzt langsam in die Erdatmosphäre ein. So, wir nähern uns jetzt langsam dem Punkt, wo wir die Fallschirme öffnen sollten. Ich warte noch ein bisschen, sonst dauert das ewig. Ja, 500 Meter. Los. Sind jetzt schon ziemlich dicht über dem Boden und ja, hängen jetzt quasi in der Luft. 4,6 Meter pro Sekunde. Vom Service-Modul ist gar nichts mehr übrig. Einfach auf die Erde geprallt und explodiert. Und ich glaube, die Fallschirme wurden sogar schwächer gemacht. Wenn ich jetzt nämlich einen Fallschirm kaputt machen würde, wären wir über 5 Meter pro Sekunde schneller. Also ja, ziemlich harter Aufprall eigentlich. Wir haben es geschafft. Wir sind zurückgekehrt auf der Erde mit unserem Astronauten. Ja, Leute, das war's mit der Folge. Etwas kurz, wie die letzte Folge auch. In der nächsten Folge werden wir dann beginnen, uns eine Raumstation zu bauen. Erstmal nur eine Mikroraumstation, also eine kleine Raumstation mit einem Labor, Solarmodul und eine Andockstelle für kleine Vehikel wie diese hier. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.